jetzt sind wir hier an einer Location, wo praktisch von der Maschinot-Linie wieder ein bisschen was hergerichtet wurde für touristische Zwecke, aber um das Ganze einfach mal sich anzuschauen, wie das Ganze ausgesehen hat, gucken wir uns das hier mal an. Leider ist aktuell keine Führung möglich. Hier hat man jetzt mal den Zugang zu so einem Grabensystem, also es ist ungefähr 1,90 hoch. Und hier oben hat man jetzt so einen Stacheldrahtverhau einfach drüber gelegt, dass praktisch, wenn jetzt Soldaten von oben hier attackieren wollten, dass die ja hier irgendwie erstmal durch den Stacheldraht mussten, dass das alleine schon mal nicht so einfach ist. Und hier unten hat man jetzt eine erhöhte Stelle. Also die Soldaten waren ja scheinbar jetzt maximal 2 Meter, sage ich jetzt mal ungefähr, oder haben sich ein bisschen geduckt, aber dass man hier nicht sofort vom Scharfschützen einen Treffer kassiert, ist der Graben halt immer höher gewesen als ein aufrecht stehender Mensch. Und diese Positionen dienten einfach nur dazu, um jetzt hier selber zu observieren, den Feind. Oder man hat jetzt hier auch solche Stahlkästen verwendet, nur mit solchen Sehschlitzen, um da durchzuschauen. Ja, ansonsten waren die praktisch so angelegt. Hier ist wahrscheinlich von so einer Weide so ein Stecksystem. Hier hinten war dann die Erdschicht, wo die sich reingegraben haben. Und dann kam halt nur dieses System dann zum Einsatz, damit das Ganze halt nicht wieder in sich zusammenfällt. Okay, gucken wir uns mal weitere Stellungen bzw. Systeme hier an. Hier haben wir jetzt mal an der Seite was Interessantes entdeckt. Also das scheinen jetzt riesige Geschosse zu sein von der Artillerie. Hier vorne sieht man auch, hier wäre dann praktisch dieser, nicht der, doch der Zünder wäre jetzt hier mit drin gewesen. Hier gefüllt das Ganze mit Sprengmaterial. Nur was mich hier ein bisschen stutzig macht, ich weiß nicht, ob es einer von euch weiß, warum jetzt hier hinten ja so eine komische Stange noch mit dran befestigt ist, ob jetzt diese leere Hülse praktisch gesehen dann weiter genutzt werden sollte für eine Panzersperre, dass man das irgendwie in den Boden bringt, oder ist das immer dran gewesen? Das weiß ich nicht, da kenne ich mich jetzt nicht aus mit den einzelnen Geschossen, Kalibern, wie die aufgebaut waren. Das hier hinten, das wird für Ausbau der Stellungen gedacht sein, irgendwelche Metallpfeiler. Hier sieht man auch nochmal diese Stangen, die in die Erde gebracht wurden, um jetzt hier den Stacheldraht durchzuführen. Das hatten wir ja bei dem anderen Bunker, den wir besichtigt hatten, gesehen. Da waren ja ganz viele noch in der Erde verbaut. Hier sieht man auch noch ein Stück Draht und halt auch diese kleinen Spitzen, ne, wo praktisch jetzt Soldaten, die jetzt getroffen wurden von dem Maschinengewehr oder Gewehrfeuer, dass die dann womöglich noch auf diese Spitzen fallen und ja, dann das Zeitliche gesegnet haben. Hier haben wir jetzt so einen alten Renault-Turm, also von einem Panzer, so ein Renault-Panzer, das waren mit so die ersten Panzer, die im Zweiten Weltkrieg von den Franzosen genutzt wurden, dieses Renault 35 oder so hieß dieser Typ. Das waren halt leichte Panzer, die jetzt nicht sonderlich stark waren, und da hat man hier jetzt so einen Turm von einem Panzer verwendet. Ja, man sieht halt, wie schmal der Turm jetzt auch nur ist, ne? Der hat jetzt, keine Ahnung, keine 50 cm jetzt im Durchmesser. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. 60 cm vielleicht. Ja, und hier vorne war im Prinzip die Bewaffnung. Der hatte, glaube ich, hier nur Maschinengewehr. Nee, das ist kein Maschinengewehr. Oder doch? Bin ich mir unsicher. Also ich weiß, dass die, glaube ich, eine Pack mit verbaut hatten, diese Typen. Aber es gab wahrscheinlich unterschiedliche. Es gab, glaube ich, auch eine Flamer-Version. Also Flammenwerfer. Das weiß ich nicht, ob die Deutschen den dann umgebaut haben oder ob es den so von den Franzosen dann auch gab. Ja, das ist einfach mal so ein Turm vom Renault-Panzer. So, hier haben wir jetzt nochmal die Draufsicht auf dem Schützengraben, wo wir da gerade davor standen. Hier seht ihr im Prinzip nochmal
dem Podest, wo die Soldaten praktisch hier drüber schauen konnten und dann feuern, beobachten. In verschiedensten Versionen. Hier einmal mit so einer überdachten Geschichte, hier dann etwas offen. Ja, und hier hat man dann noch weiter befestigt, um einfach mal zu zeigen, die verschiedenen Versionen, die es gab. Hier noch einen stärker befestigten Unterstand, der da wahrscheinlich in der MG-Stellung mündet. Hier oben ist halt noch, ja, wie so ein Sockel. Kann ich mir jetzt leider nicht von vorn angucken, muss ich dann nochmal einmal kurz rumgehen. Ja, und dann geht man hier rein und dann ist hier im Prinzip der eigentliche Unterstand, wo die Soldaten zwischenzeitlich neben den Kampfhandlungen geruht haben, beziehungsweise die Mannschaften, die jetzt gerade Pause hatten, so nenne ich es jetzt einfach mal, sich hier ausruhen konnten, ne? Ja, oder aufwärmen, alles, ne, immer abwechselnd irgendwie. Ja, und hier ist halt dieser komische Sockel. Ja, das ist im Prinzip dann doch nur eine Beobachtungsgeschichte. Hier sieht man nur auch wieder ganz fein nur so ein Sehschlitz. Wahrscheinlich sind die nur so minimal. Also das ist jetzt hier wirklich vielleicht maximal ein Zentimeter. Klar, für die Augen reicht's, aber um halt möglichen Scharfschützen gar keine Chance zu bieten, da denjenigen, ja, zu erschießen. Da wurde wahrscheinlich jede Lücke irgendwo ausgenutzt im Stellungskrieg. Das war ja auch teilweise mit vielen Wartezeiten verbunden, eben dann halt wieder neuer Konflikt anstande. Ja, und hier haben wir auf dem Bunker wieder diese typischen Stahlglocken, die jetzt nicht ausfahrbar gewesen sind. Halt hier wieder mit für MG. Es gab auch welche, die haben eine Pack gehabt und auch Beobachtungslücken bzw. Sehschlitze zu Beobachtungszwecken. Und auch hier sieht man, dass es hier Kampfhandlungen gab. Hier wurde ordentlich das Ding unter Beschuss genommen. Aber man sieht, da kommt halt nichts durch, ne? Das ist nahezu unbeschädigt. Hier oben ist halt auch irgendwie noch, ja, irgendwie eine Arretierung drauf, keine Ahnung für was jetzt, was da drauf gemacht wurde. Vielleicht weiß es einer von euch. Ja, hier hat man jetzt die Geschütze zum Anschauen belassen. Ja, man sieht jetzt hier praktisch eine Pack, ein Panzerabwehrgeschütz. Hier scheinbar so eine Art Zwillings-MG. Und hier hat man nochmal ein reguläres MG drin. Und hier unten wäre dann der Eingang, der Zugang. Ja, jetzt sieht man mal, was hier letztendlich verbaut wurde. Hier sieht man noch ein bisschen von der Abtarnung. Und dann zog sich das hier runter. Und wie gesagt, unterirdisch ist ja, spielt sich ja letztendlich das Ganze ab. Ja, hier sind wir nochmal auf dem zweiten Werk. Und hier ist nochmal die interessante Geschichte mit dem Turm, der hier hydraulisch rausgefahren werden konnte, dass der höher steht. Und dann sind auch, das haben wir ja bei dem letzten Werk gesehen, wo man dann die Beobachtungsschlitze oder womöglich auch Maschinengewehr und so weiter
drin verbaut hatte. Und das finde ich so interessant, weil das halt wirklich nicht so starr ist. Vielleicht konnte sich das auch 360 Grad drehen. Und vielleicht hat man darüber auch irgendwie auch die ganzen Geschütze, die jetzt hier unten verbaut sind, mitgeleitet, weil an den Geschützen selber habe ich jetzt auch nicht wirklich erkennen können, ob da ja so Objektive waren, damit man überhaupt sieht, wo man dann hingeschossen hat. Ne? Das hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber vielleicht weiß es ja jemand von euch. So, hier hat man jetzt mal einen alten Half-Truck von den Amis zur Ansicht positioniert. Hier oben war jetzt, glaube ich, so ein Zwillings- oder ein Vierlings. Ich glaube, ein MMG war da drauf oder einfach eine Luftabwehrkanone. Da gab es, glaube ich, auch mehrere Versionen. Ja, wenn man jetzt so davor steht, da erscheint es trotzdem irgendwie so winzig. Also hier hat man noch schön, wenn man jemanden rausziehen wollte, ein Gefecht. Hier so eine Winde. Das sieht schon richtig cool aus. Und hier ist halt dieser Kettenantrieb. Auch nochmal schön zu sehen. Ja, mit sowas sind dann die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg noch mit unterwegs gewesen. Truppen transportiert oder halt zur Sicherung mit eingesetzt. Luftabwehr. Ja, schon interessant, sowas nochmal zu sehen. Das wird ja auch immer weniger. Jetzt kann man hier nochmal in die Kabine schauen. Dann seht ihr auch, wie winzig das ist. Man hatte ja hier auch gar keine Chance groß, sich seinen Sitz einzustellen. Man saß hier direkt, also für meine Größe, also für große Leute wäre das ganz sicherlich nichts gewesen. Und hier sind halt diese Platten, das kann man jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr hoch machen. Und auch vorne beim Beifahrer und Fahrer ist das zusätzlich gesichert. Ja, schon sehr, sehr interessant.